Ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, der Skopel, und heute, ja, darauf hat, glaube ich, haben jetzt auch schon viele gewartet, weil ich bei Instagram gesagt und auch gezeigt habe. Und ich glaube auch in dem letzten Video, was ich jetzt hier oben einblende, wo ich über mein Tacho, was ich jetzt noch im Star habe, geredet habe, dass ich mir einen Corso hole. Ja, der Corso, der liegt hier schon eine Weile, aber da kam ja noch die S51 dazwischen. Deswegen komme ich heute dazu, den endlich mal anzuschließen und einzubauen und jetzt erstmal auszuprobieren. Das Wichtigste war jetzt der Blickwinkel, weil bei dem China-Tacho, den ich habe, der ist nämlich vom Blickwinkel ablesbar gleich 0. Wenn ich so drauf schaue, sehe ich wirklich nur, wenn es dunkel ist, wie viel km/h ich fahre. Und selbst wenn ich so drauf schaue, dann sehe ich das im Hellen, wenn die Sonne drauf scheint, gar nicht. Also der Corso, ich habe den jetzt einfach nur an der Batterie angeklemmt, Plus und Minus. Wir haben hier mehrere Kabel, das ist einmal das Massekabel, ich muss mal ein bisschen weiter weg, das schwarze ist das Massekabel, das braune ist Zündungsplus und das rote ist das Dauerplus. Ich habe es jetzt hier beide zusammen gemacht, weil muss ja auch angehen. Und das Dauerplus ist dran, damit der Speicher funktioniert von dem Corso. So, das grüne Kabel ist für die Tankanzeige, aber sowas besitze ich ja nicht in der Simson. Dann ist hier noch ein fertiges Kabel, da ist ein Stecker dran, das ist für den Nehmer. Also der nimmt dann von diesem Magneten, den ich teuer dazu kaufen musste, der ist direkt auch von Corso, der nimmt das Signal von dem auf. Wenn ich jetzt hier, wie ich den einstelle, werde ich euch auch noch zeigen. Da sind hier hinten zwei Taster. Ich werde jetzt mal mit dem Magneten hier an dem Sensor vorbei. Ihr seht, es tut sich was. Ja, man muss noch den Reifenumfang einstellen hinten, aber wie gesagt, das mache ich alles nachher. Und ihr müsst bei den Magneten drauf achten, Nord- und Südpol. Ja, leider ist das auf diesem Magneten, weil wenn ich das so mache, können auch funktionieren, aber es ist nicht so genau. Aber ihr seht, das funktioniert nicht. Deswegen muss ich umdrehen. Und dann geht's los. Ihr könnt auch mehrere Magneten einbauen. Ja, aber ich habe nur den einen, weil der eine war schon teuer genug. Und das wird auch dafür reichen. Dann geht es jetzt los mit dem Einbau. Die Kabel habe ich schon erläutert. Ihr wisst, glaube ich, denn, wo es rankommt. Zum Beispiel das braune kommt dann auf Klemme 1551, das rote kommt dann direkt hinten zur Batterie und das schwarze könnt ihr halt auf der Masse legen oder auf dem Massepunkt. Wie ich den Nehmer befestige, zeige ich euch auch mal schnell. Das passiert nämlich dann hier an der Schwinge, werde ich dann so anbauen. Ich hoffe, die Entfernung reicht, sonst muss ich den hier drinnen noch ein bisschen verschieben. Und dann werde ich den Magneten hier mit Kleber an die Radnabe herankleben. So. Der Corso hat Einbaumaß vom Durchmesser von 5,5 cm. Den sehen wir uns gleich wieder, wenn der Tacho drin ist. Eigentlich habe ich das Wichtigste gesagt. Jo, dann bis gleich. Da der Halterrahmen von dem GPS-Tacho bei dem Corso nicht passt, von der Länge, habe ich mir jetzt einfach mal einen selbst gebaut. Habe ich schon wieder 14 Euro gespart. So, Verkabelung ist durch. Ich mache mal kurz an. Ihr seht, geht doch an. Jo, jetzt kommt noch so ein kleines Kino. Wenn ihr wüsstet, was das noch für eine Qual war, das Kabel da durchzukriegen. Ich musste den kompletten Bautenzug von der Bremse abmachen. Oh Mann, ey. Ja, aber das ist ja mein Problem gewesen. Der Nehmer ist dran. Der Magnet ist hier verklebt. Ich werde das auch jetzt gleich mal testen. Also für euch demonstrieren. Und ihr seht, es funktioniert. So ein Schleifgeräusch. Also ich bremse jetzt mal langsam das Rad ab. Jo. Ich habe jetzt, weil ich ja wirklich musste das ganze Rad ausbauen. Ich hatte diese Distanzhülsen zum Beispiel hatte ich nicht vorher drin. Die habe ich jetzt erst drin. Deswegen hat auch immer
das Federbein hier am hier dran geschliffen. Oh, man hört mich auf. Ja, jetzt habe ich endlich die Zeit auch gefunden, das zu machen. Und ich habe es endlich richtig gemacht. Ja, es funktioniert. Jetzt muss ich warten, bis der Kleber aushärtet. Das ist ein richtiger Metallkleber. Den gibt es auch bei Amazon. Ich werde den natürlich auch wieder verlinken. Ist angeblich der beste Metallkleber, den es gibt. So, nächster Tag, jetzt geht's ans Einstellen, weil der Magnet hält. Der ist feste, also wenn der sich löst, dann muss ich mit mir halt einen neuen kaufen. Aber wir hoffen mal nicht das Schlimmste. Jetzt geht's ja, wie gesagt, ans Einstellen. Dafür braucht ihr einen Zollstock oder ein Maßband. Und jetzt müssen wir den Radumfang, also den kompletten Radumfang, einmal messen. Ich würde euch vorschlagen, mit dem Ventil das zu machen. Also Ventil auf 0 und jetzt einmal nach vorne schieben, bis wieder das Ventil auf der gleichen Stellung ist und dann wissen wir den Radumfang. Dann machen wir das mal jetzt. Ja, bei genau 62 cm ist einmal der Radumfang. Und das geben wir jetzt oben ins Tacho ein. Oh, Tacho einstellen. Dann muss man, hier unten sind zwei Knöpfe, die gleichzeitig halten. Dann öffnet sich das Menü hier. Jetzt werden die 1,62 m in Millimeter hier eingeben, also 1620. Dafür nutzt man auch die Knöpfe. So, dann mache ich jetzt hier 1600. Dann skippe ich einmal rüber. Jetzt muss ich bis 99 hoch. Also so gesehen, mit dem linken Knopf verstellt man die Werte, mit dem rechten skippt man jetzt zum Beispiel runter ins nächste. Das 1P steht für die Magneten, ich habe ihn mal einen verbaut, also bleibt bei 1. Und dieser Wert hat mit uns hier nichts zu tun, weil darum geht es wegen der Tankanzeige, der Widerstand, also unwichtig für uns. Gut, dann war's das. Das ist jetzt kalibriert, also ich kann es nicht richtig gut lesen, aber ich kann es lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Das spiegelt sich jetzt auch in meiner Kamera. Aber auf jeden Fall kann ich es lesen. Und die Sonne steht jetzt wirklich genau, also nicht die Sonne, aber das Licht steht jetzt genau drauf. Sehr schön. Macht mich glücklich, bin ich zufrieden. So, jetzt testen wir mal schnell das Tacho. Also er zeigt mir hier 24, 25, 26. Und ich fahre das auch. Also per GPS, ich fahre gerade auf 26. Also, dreht sich. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Also ich versuche jetzt mal konstant zu fahren. Also laut GPS sind jetzt 22, laut Tacho 31. Das ist perfekt. Das ist perfekt, das Ding. 42, 42. Läuft. Funktioniert. Und ich kann es sehen. Okay, es ist gerade bedeckt, das seht ihr glaube ich selbst, aber ich kann nicht ablesen, ich konnte das andere, ich habe gedacht, das ist aus, ist da, ich sehe jetzt hier eine Zahl, ich glaube ihr seht die aber nicht, das ist eine traurige, aber ihr müsst mir das jetzt loben. Einfach mal mit dem starren Zylinder, bleibt bei mir. Ja, und der reagiert wirklich schnell. So, dann mache ich mal hier mitten in der Natur das Ende und auch mein Fazit jetzt nach dieser kurzen Fahrt schon. Ja, so schnell geht das manchmal bei mir. Also, der Tacho ist richtig gut. Also, ihr habt gesehen, GPS-mäßig, ich bin gerade 42 konstant gefahren. Auf dem Tacho war 41, immer schwankt zwischen 41 und 42. Ist GPS genau und das ist ja wirklich schon der Wahnsinn. Und das ist kein GPS-Tacho. Also, nicht schlecht, Koso, echt nicht schlecht, was ihr da gebaut habt. Das einzige Doofe ist halt, dass man hier die Ausschnitte machen muss. Das bleibt jetzt drin, da werde ich kein anderes machen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, wenn das hier unten dran ist. Habe ich dann noch mit Kabelbindern hochgezwungen. Schwer wird es dann wirklich hier. Das ist wirklich eng, da müsst ihr, also wie ich wahrscheinlich, auch den Stecker abschneiden. Aber es sind ja nur drei Kabel farblich, also wenn man nicht farbenblind ist, dann kriegt man das auch wieder zusammengelötet und dann verheißt den Schlumpf
den Schlumpfschlauch, alle klar, läuft bei mir. Den Schrumpfschlauch natürlich nicht, damit da kein Wasser oder sonst irgendwas rankommt. Fazit, lohnenswert, definitiv. Also kann ich nur einen grünen Daumen zum Kauf geben. Unten, ihr findet alles in der Videobeschreibung. Es wäre schön, wenn ihr darüber kaufen würdet, mir damit einen kleinen finanziellen Gefallen tut. Wenn nicht, denn nicht. Denn macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ahoi Brause, euer Skopel.